Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von Lass es dir schmecken. Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute zeige ich euch, wie man dieses leckeres Rezept machen kann mit weniger Zutaten und man braucht wenig Zeit dafür, um es zu machen. Bleibt dran und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann geht's runter und abonniert es. So, dafür brauchen wir 1 Liter Milch, 9 Esslöffel Weizengrieß, 3 Esslöffel Kokosraspeln und 190 Gramm Zucker. So, in einen Topf gebe ich mein Milch hinein. Und gebe die 9 Esslöffel Weizengrieß dazu und rühre alles ganz gut. So, jetzt ist mein Milch warm geworden. Jetzt werde ich meine Kokosraspeln dazugeben, 3 Esslöffel. Und jetzt noch mein Zucker dazu, die 190 Gramm. Es ist sehr wichtig, dass wir die ganze Zeit so rühren, damit das dann von unten nicht brennt, bis es halt die richtige Konsistenz bekommen hat. Also wenn es anfängt zu köcheln, dann wird es langsam dicker und es wird dann zur richtigen Konsistenz, wie ihr jetzt seht. Es ist eher so wie Pudding. Jetzt ist es fertig. Jetzt werde ich das in meine Backform hineingeben. Das werden wir aber nicht backen, sondern in den Kühlschrank für mindestens 3 Stunden lassen. So, ich verteile es dann ganz schön. Es ist noch besser, wenn ihr das einen Tag vorher macht und die ganze Nacht im Kühlschrank lässt, dann schmeckt das am nächsten Tag noch besser. So, jetzt werde ich noch oben drauf Kokosraspeln dazugeben. Und ich habe dann noch gehackte Haselnüsse, die werde ich dann noch dazugeben. Und ihr könnt natürlich auch die Nüsse nehmen, die ihr halt mögt. So, unser Kuchen ist jetzt fertig. Die werde ich jetzt dann im Kühlschrank geben. Und wie gesagt, für mindestens 3 Stunden oder einen Tag vorher. So, das ist jetzt nach 3 Stunden. Die werde ich dann schneiden und servieren. So wie ihr seht, weil es jetzt fester geworden ist, ist sehr leicht zum Schneiden und es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Und das Beste daran, dass es nicht lang gedauert hat, um es vorzubereiten.
So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergiss nicht das Teilen, Liken und Abonnieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!